Früher wie heute sind Proberäume für Bands sehr schwer zu finden. Nur wenige vermieten ihre Zimmer halt gern an krachmachende Musiker. In Stuttgart war die Proberaumnot bis vor kurzem noch so groß, dass sogar mit einer Plakatkampagne nach neuen Räumen gesucht wurde. Jetzt hat sich einiges getan. Bald gibt's ein nagelneues Proberaumzentrum. Diese Woche können interessierte Bands die Räume schon mal testen. Und wer sich da was mieten will, der kriegt für wenig Geld richtig fett ausgestattete Räume, meint Corina vom Popbüro Region Stuttgart. So einen Proberaum bekommt man ab 130 Euro im Monat. Dafür kann man dann viermal im Monat jeweils abends proben. Das Besondere an dem Proberaumzentrum ist eben, dass die Hälfte der Räume jetzt ausgestattet ist mit Equipment. Das heißt, dass Mischpult, Verstärker, Boxen, sowas zur Standardausrüstung gehört. Und die Bands letztendlich eigentlich nur noch ihre Gitarren, Drumsticks und so weiter mitbringen müssen und direkt loslegen können. Für 130 Euro im Monat ist also alles dabei. Dass es dieses neue Proberaumzentrum bald gibt, das hat für Corinna auch mit der Proberaumkampagne zu tun, die das Popbüro vor genau einem Jahr gestartet hat. Das war eine Plakatkampagne vor allem. Wir hatten Plakate mit 5 verschiedenen Motiven. Auf einem Plakat war ein kleines Mädchen mit einem Mikrofon und die Unterschrift war dann: keine Kinder im Haus, dann adoptieren sie doch eine Band. Das war einfach dafür gedacht, um Privatpersonen so ein bisschen auf die Programmsituation aufmerksam zu machen und mal zu schauen, ob noch jemand irgendwie einen Keller leer stehen hat oder so. Ich denke, dass wir insgesamt bestimmt an die 20 Räume wirklich vermittelt haben konkret. Also für uns war die ganze Kampagne wirklich ein Erfolg. Bald gibt es in Stuttgart-Walimdorf auch ein großes Proberaumzentrum. Wenn ihr in einer Band seid und noch einen Raum zum Üben braucht, diese Woche kann man sich die Räume mal anschauen. Alle Infos findet ihr auf www.proberäume.de oder beim Popbüro Region Stuttgart. Das Ding hat deine Themen, auch auf dasding.de.